Das ist das iPhone 12 Pro Max. Zusammen mit dem iPhone 12 Pro wurde es Ende 2020 als Flaggschiff der Firma vorgestellt. Alle waren begeistert vom neuen Design, aber als dann die technischen Daten bekannt wurden, da waren viele Leute doch etwas enttäuscht. Gegenüber dem 11 Pro gab es nur wenige Verbesserungen aufs 12 Pro, aufs normale 12 Pro, nicht aufs große. Doch beim 12 Pro Max, da war es anders. Nicht nur war der Akku größer als im 12 Pro, nein, es gab auch komplett neue Kamerasensoren sowie einen besseren Zoom. Doch nun sind die iPhone 13 Pros schon eine Weile auf dem Markt und mir stellt sich die Frage, lohnt sich das iPhone 12 Pro Max in Anbetracht der Nachfolger? Auch 2022 noch. Design ist nicht nur wie es aussieht, sondern auch wie etwas funktioniert. Steve Jobs. Und in 2020 und in allen nachfolgenden Jahren haben wir nun ja ein Gerät, was zweifelsohne nicht mit einer Priorität fürs Haptische gebaut wurde. Es ist groß, schwer, breit und unförmig. Ganz ehrlich, ich mag dieses Design nicht. Nicht vom Optischen her, sondern vom Haptischen. Das kleine 12 Pro kommt mit diesem Design noch durch, aber das Pro Max ist so ein fetter Klopper, dass ich keine Lust hätte, das Ding jeden Tag mitzuschleppen. Denn das Problem ist, diese Kanten hier, die sind so scharf, dass erstens das tut weh, wenn man hier so lang schabt und zweitens könnte man nur mit seinem Brot schneiden, nicht positiv gemeint. Klar, diese glänzenden Kanten, vor allem in Pacific Blau, sind schön und edel, es ist aber unbestritten, dass das hier nichts mit Pflegeleicht zu tun hat. Dieser Rahmen zieht Fingerabdrücke nur so magisch an. Mal abgesehen davon, dass es selbst für meine Hand zu schwer ist, dieses Smartphone hier sicher in der Hand zu halten. Also die sind sehr, sehr gespreizt. Nicht so angenehm. Okay, reden wir über den Rest. Diese blaue Farbe hier gefällt mir richtig gut, keine Frage. Und zumindest das kleine Pro liegt ja auch anständig in der Hand. Nicht so gut wie früher bei den 11ern, aber gut genug. Dazu kommt, dass diese Kanten so flach sind, dass Stürze nicht nur durch ein stabileres Glas, sondern auch durch den Rahmen abgefedert werden. Ceramic Shield, der Keramikverbund, der hier als Display genutzt wird, hilft hier auch, die Stabilität zu verbessern. Das bedeutet, dass es hinsichtlich der Langlebigkeit tatsächlich ein Fortschritt ist. Und das stabilere Edelstahl verhindert endlich diesen exzessiven Kratzerbefall bei den früheren Generationen. Die sahen teilweise aus, als wären damit unschöne Dinge passiert. Auf der Vorderseite gibt es viel zu sehen. Eine Notch und mehrere Millionen Sachen müssen wir hier besprechen. Denn so viele Pixel hat das Display. Mit einer Auflösung über Full HD Plus und kontrastreicher OLED-Technik ist das hier das vermutlich beste 60Hz-Display in einem Smartphone. HDR10, über 1000 Nits Peak Helligkeit und diese hohe Auflösung kennt man zwar schon aus vielen anderen Smartphones, aber nicht in Kombination mit gleich dicken Displayrändern. Apple schafft das mit einem sogenannten flexiblen Display. Das kommt daher, dass das Display flexibel ist. Wer hätte das gedacht? Und im Klartext bedeutet das nicht existente Regenbogenverfärbungen bei schrägen Blickwinkeln und gleichmäßig dünnen Displayrändern. Wenn man wie Apple das Display unten knickt, damit die Controller keinen extra Platz benötigen. Das machen bis heute noch zu wenig Hersteller, meiner Meinung nach. Klar, dieses Panel hat keine 120 Hertz, das heißt, es ist weniger flüssig, aber iOS geht sehr gut mit den Hertz um, die sie haben. Das bedeutet, dass ich ungelogen teilweise beim 12 Pro Max dachte, es wären 90 oder 120 Hertz. Also, Fakt ist, das Display ist kein Problem und solange der Prozessor gut ist, kann ich über die 60 Hertz hinwegsehen. Und das ist er. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, aber der Apple A14 ist immer noch stärker als fast alle Android-Prozessoren, die man aktuell so finden kann. 6 GB RAM scheinen ebenfalls genug zu sein, damit das iPhone läuft und den Vorteil der gut optimierten iOS-Software voll ausspielen kann. 128 bis 512 GB Speicher, sei Dank könnt ihr hier auch eure Fotos drauf speichern, je nachdem welches Speichermodell ihr nehmt. Je nach Speichermodell mehr als ihr jemals machen werdet. Vermutlich. Falls nicht, solltet ihr diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren, denn dann seht ihr jede Woche die neuesten Technikvideos zu den aktuellsten Smartphones. Spart euch bestimmt irgendwie Speicher. Ein paar Worte noch zur Notch. Sie ist da, sie ist groß, aber Face ID funktioniert so zuverlässig, dass ich sie gerne in Kauf nehme. Und ab der 12er Generation ab sofort auch mit Maske, sofern ihr iOS 15.4 installiert habt. Überfällig. So, kommen wir zur Kamera. Apple verbaute hier typisches Dreiergespann aus 3 12-Megapixel-Kameras. Ultrawide mit 13mm, Hauptkamera mit 26mm und 2,5-fach Zoom-Kamera mit 64mm. Alles sehr gute Brennweiten, jedoch mit einem Manko. Der Ultraweitwinkelsensor ist immer noch kein besonders guter, auch wenn Deep Fusion hier weiterhin an Bord ist. Ich sehe nicht ganz, wie der in einem so teuren Smartphone drin ist. Aber gut, wenn der Sensor besser wäre, würde das Smartphone noch mehr wiegen und es ist so schon an der Grenze des Vertretbaren, daher...
Das ist suboptimal. Die Hauptkamera wiederum ist gut. Schöne Farben, gute Schärfe und im Dunkeln eine gute Lichtausbeute. Problematisch ist hier nur Apples Software. Die macht zwar realistische, aber fürs Auge teilweise sehr gelbe Farben in schlechtem Licht. Sieht einfach nicht so gut aus. Übrigens können wir uns mal eine Minute nehmen, um zu genießen, wie gut das Kameraelement aussieht. Richtig edel. Und ja, die matte Rückseite des Geräts allgemein sieht super aus. Die Telekamera vom iPhone 12 Pro Max ist eine 2,5-fache, die vom normalen 12 Pro eine 2-fache und es ist ehrlich gesagt kein großer Unterschied. Beide sind gut, aber hauptsächlich eine Porträtkamera und keine Telekamera. Mit LiDAR werden Porträts richtig gut mit sehr realistischer Kantenerkennung und allem. Ich sag nicht zu viel, wenn ich den Porträtmodus hier Top 3 nenne, wenn nicht sogar noch höher. Manchmal kann man echt denken, dass das hier mit einer echten Kamera aufgenommen wurde. Videos gehen in Full HD sowie 4K 24, 25, 30 und 60 FPS in HDR und sind damit tatsächlich die besten auf dem Markt. Und viel mehr ist da nicht zu sagen. Ich weiß, ich würde es auch nicht glauben, aber wenn man einmal ein iPhone hatte, sieht man, dass das hier wirklich die beste Zoom-Kamera ist. Aber wenn man einmal ein iPhone hatte, sieht man, dass das hier definitiv die beste Videokamera auf dem Markt ist. Also diese Mischung aus der Videoqualität auf der Front und auf der Rückseite mit 4K 60 FPS, dann dieses HDR, was ja quasi dann 4K mit 120 FPS ist, dazu auch noch diese Qualität in den Social Media Apps. Man kann alle Kameras benutzen, das heißt die Qualität von einem iPhone und Social Media ist höher als die von einem normalen Android-Smartphone jetzt zum Beispiel. Das alles sind so Sachen, die die iPhone-Kamera trotz der Nachteile im Alltag zu einer sehr, sehr guten machen. Und die Kamera-App ist auch eine sehr, sehr flüssige. Also da gibt es keine Sachen wie, man kann den Ultraweitwinkel nur bei genau 0,6-fach benutzen oder so. Man kann einfach flüssig durchzoomen. Diese Sachen machen die iPhone-Kamera am Ende zu einer Kamera, die man wirklich gerne nutzt im Alltag. Okay, letzter Punkt. Akku. Apple legt kein Ladegerät in die Box. On top kann man hier nur maximal 20 Watt reinladen. Und die Akkus sind gegenüber den 11ern im Jahr davor und den 13ern im Jahr danach auch kleiner. Das heißt, weder die Laufzeit noch die Ladegeschwindigkeit sind hier Top-Level. Aber beide haben für ihre jeweilige Größe gute Laufzeiten. Das 6,1 Zoll iPhone 12 Pro ist ja noch recht kompakt und das 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max von der Displaygröße auch größer als die Konkurrenz. Die Laufzeit ist bang on, ein Tag für normale Nutzer. Zwei Tage werden schwer und für weniger als einen Tag muss man auch sehr exzessiv am Handy sein. Übrigens, sowohl MagSafe als auch Wireless Charging allgemein hat das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max auch für alle, die es brauchen. Okay, wo lässt uns das? In einem Dilemma. Einerseits ist die iPhone 12 Generation eine gute Modellreihe, allerdings auf der anderen Seite auch etwas irrelevant. Vor allem das normale 12 Pro ist einfach irgendwie etwas überflüssig. Wenn man das neue Design möchte, kauft man sich ein 13 Pro und bekommt eine bessere Akkulaufzeit und ein besseres Display und eine bessere Kamera on top. Wer jedoch einfach nur ein iPhone mit guter Kamera braucht, kann Geld sparen und zum 11 Pro greifen. Das ist gegenüber dem 12 Pro fast identisch. Es fehlt am Ende wirklich nur 5G. Im Gegenzug bekommt man das alte, runde Design für mehr Komfort in der Hand und einen besseren Akku, sofern man ihn austauschen lässt. Aber beim 12 Pro ist das nicht unbedingt anders. Einige Gebrauchtangebote haben auch schon schlechtere Akkus. Achtet einfach auf die Maximalleistung, die sollte bei mindestens 90% liegen für die beste Laufzeit. Also ja, am Ende, wenn ihr Geld sparen wollt, kauft ein 11 Pro, wenn ihr besseres Handy haben wollt, zum 13 Pro. Für mein Video zum 11 Pro klickt hier oben, für mein Video zum iPhone 12 Mini klickt hier und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.